Habt ihr diesen Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? Seid ihr nicht sogar derjenige, von dem wir die Knarren haben? Ja, dachte, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt Milliarden für ein Gefängnis aus, um dann überall da drin Knarren zu verteilen? Guter Einwand. Du warst nicht in der Anstalt, oder? Ich schon, Mann. Der alte Sharpie war auch komisch. Genau wie Strange. Ja, ich habe gehört, dass ihm einige seiner Patienten krepiert sind. Hör nicht auf das, was alle erzählen. Eine Art von Psycho-Racheengel. Hast du ihn gesehen? Sieht aus wie ein Idiot. Natürlich ist er Idiot. Aber er hat die ganze Stadt davon überzeugt, diesen Schuppen zu bauen. Und er hat Strange, eine der unsichtbaren Waffen vom Militär zu versorgen. Was willst du damit sagen? Dass ich Sharp und Strange nicht traue und mir das Ganze nicht gefällt. Nicht ein Stück. Ich will ihn noch erledigen, bevor ich jetzt rausgehe. Die sind gar nicht so doof, die Verbrecher. So blöd sind die gar nicht. Also manche schon, aber manche sind auch richtig, richtig schlau. Die Sniper da oben, die müssen wir erledigen irgendwie. Am besten setzen wir unseren Unterbrecher ein. Geht das überhaupt, den Unterbrecher einsetzen? Ups, das war so nicht geplant. Jo, Rauch. Hältst du dich etwa für kugelsicher, Ben? Nein, ich nicht. Aber du kommst her. Ja, fuck. Wie kommen wir denn da hoch? Ach so. Nein, 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 nein. Komm schon. Tschüssi. Protokoll 10 tritt in 10 Minuten in Kraft. Na du, was haben wir denn hier? Quincy Sharp, ach, das ist hier als Kostüm aus Arkham Asylum. Wer ist eigentlich die ganze Zeit reingegangen? Nanu? Nein! Wieso ist sie jetzt schwanger? Und von wem? Doch nicht von dem. Der kann doch nie und nimmer. Das ist ja widerlich. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Das ist ja ekelhaft. Schrecklich. Da will ich gar nicht dran denken. Jetzt habe ich das Bild die ganze Zeit im Kopf. Die und der zusammen. Oh Gott. Im Bett. Uah. Wieso? Wieso? Die gehört doch zu uns. Ich dachte, es wäre so klar gemacht. Mann. Bescheuert. Wieso ist sie jetzt schwanger von dem blöden Ding? Das ist sehr schrecklich. Na du?
Der Ofen wurde zu instabil und hat zum Einsturz des Tunnels geführt. Wie kommen wir denn dann dahin? Findet im Stahlwerk die Freeze-Technologie von Joker gestohlen wurde. Ja, wie kommen wir denn dahin? Ich hab gesagt, im Kesselraum. Werden wir wohl noch rausfinden. Joker hat da hinten... beim Schwangerschaftstest... Pfeile für uns hinterlassen. Eine Spur. Das heißt ja, dass wir da lang müssen. Das heißt auch, dass der Joker uns mal wieder eine Falle stellt. Aber ist es noch eine Falle, wenn wir wissen, dass es eine Falle ist? Wofür halt waren eigentlich die Schalter hier? Das habe ich mich damals schon gefragt. Die sind immer noch aktiviert. Ich habe keine Ahnung, wofür die sein sollen. Hier haben wir eine Ritter-Trophäe. Und auf. Na gut, dann müssen wir da hoch. Hopp. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wieso liegt der denn da? Ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, Bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es geht Taue! Willst du mich verarschen? Nur du und ich, Batman. Zeig mal, was du kannst. Willst du uns verarschen? Willst du mich verarschen, oder? Bitte aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Sekunde, sagte ich mich? Ich meinte mich und diese Jungs! Das ist sehr seltsam. Reichen wir Mr. Abramowitsch die Hand. Ich meine, nicht, dass er was mit einer Hand fangen will. Wenn ich fertig bin, dann krieg ich nicht mal mehr deine Mama. Oh oh. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Aua! Aua! Das ist unfair. Wir starten hier nicht mal mit vollem Leben. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Wir den erstmal fertig. Komm schon, auf dem Boden. Also. Auseinander! Das wird leicht, Batman! Gutes Messer. Oh, was macht denn das jetzt schon wieder?
muss ich mit den Titanen-Leuten noch umgehen? Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe. Zum Sterben gut. Zum Sterben gut? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah ja, die Titanen-Leute musste ich betäuben. Ja. Einmal betäuben. Okay, den können wir nicht auf dem Boden angreifen. Aua. Jetzt macht er wieder dumme Witze. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Ja, komm, bitte. Ich hab gedacht, greif mich an. Endlich ist er weg. Oh Batman, das wird langweilig. Vielleicht bringt etwas Titanfeuer in die Sache. Nicht schon wieder Titan. Komm schon, lass mich in Ruhe. Ich töte dich, Flattermann. Heil dich. Den hier erledigen. Wenn ich fertig bin, erkennt ich dich mal mit deiner Mama. Ich hab gar keine Mama. Das wird wehtun, Flattermann. Lass mich doch nicht mal verprügeln hier. Das wird verdammt wehtun, endlich. Batman. Kacke. Das ist doch nicht wahr. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen, mich aufzuhalten? Eigentlich schon, ja. So war der Plan. Scheint aber nicht so recht zu funktionieren, obwohl wir eigentlich voll ausgerüstet sind. Das fängt ja schon gut an. Scheiß Messer. Welche war denn nochmal? Massenausschalten. Keine Sorge, ach, der da. Schlechter Witz. Ach, komm. Gesicht in den Dreck stoße. Fuck. So, wähl wer die nicht. Oh, Batman, das wird langweilig. Vielleicht.
Ach komm schon. Das wird dir verdammt wehtun, Batman. Endlich. Schockwelle. So, Titan erledigt, der Titan-Typ erledigt. Und du bist erledigt. Ja, worauf wartest du denn noch? Was zur Hölle? Wieso stürzt das denn jetzt ein? Noch einen letzten Wunsch? Wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Nach dir, Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Ach du Scheiße. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort!